Ich
Ich habe persönlich natürlich am Tage des Geburtstages bereits gratuliert, möchte das aber hier in aller Form auch nochmal im Namen der Herforder Bürgerschaft, im Namen von Rat und Verwaltung tun. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass Sie so fit sind, so schaffensreich noch sind und ich hoffe, das wird auch in Zukunft der Fall sein. Zuständige Ministerin für Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, Ute Schäfer, das ist natürlich nicht zu toppen und das ist etwas ganz Besonderes und nicht viele, meine Damen und Herren, erleben so etwas. Ich denke, daraus wird schon deutlich, welch hohes Maß an Anerkennung Herr Heinrich auch über die Stadt, über die Region hinaus genießt. Aber ich möchte es eben noch nicht versäumen, auch für die Stadt dieses nochmal nachzuholen, denn besondere Zeichen, besondere Akzente haben sich natürlich auch für die Stadt Herford gesetzt. Und ich habe viele Zuschriften erhalten, viele Meldungen aus der Bürgerschaft, denen es auch ein persönliches Anliegen ist, dass dieses hier getan wird und vollzogen wird. Und nicht alle könnten heute hier sein, sonst hätten wir sicherlich den Schützenhof anbieten müssen, denn so groß ist der Freundeskreis. Hier sind aber wichtige Personen aus Rat und Verwaltung, aus dem öffentlichen Leben dieser Stadt, Freunde von Ihnen, die Sie begleitet haben und denen das ein besonderes Anliegen ist, durch Ihre Präsenz in dieser Feierstunde ja, die Anerkennung auch zum Ausdruck zu bringen. Wenn man sich Ihr künstlerisches Lebenswerk betrachtet, so gibt es da eine Menge zu sagen und ich bin sicherlich nicht so Kunstexperte, dass ich prädestiniert wäre, das im Einzelnen begutachten zu können. Das können andere hier im Raum viel, viel besser als ich. Aber ich kann nur sagen, diese Bilder bereiten ein hohes Maß an Freude. Und man sagt, glaube ich, nichts Falsches, wenn man sagt, ihr künstlerisches Leitmotiv ist die Landschaftsmalerei. Und was sie da im Zeichen gesetzt haben, für die Stadt, für die Region, ist maßgebend. Man spürt ihre Naturverbundenheit. Man spürt ihre Verbundenheit mit der Region. Die Bilder strahlen Wärme aus. Und ich will es mal so sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man einen Termin hinter sich hat, der wenig Freude bereitet hat, das erlebt der Bürgermeister immer wieder mal, und so ein bisschen frustrierend ist. Man steigt ins Auto rein, das Autoradio geht an und man hört irgendein Lied, das man gerne hört, schlagartig verbessert sich die Stimmung. Und so ist es auch mit Bildern von Herrn Heinrich. Ich habe ja Bilder von Herrn Heinrich in meinem Büro hängen, da hängen nur Heinrich. Und immer, wenn ich mal besonders frustriert bin, und dann mal so eine Minute zum Nachdenken kommen und vor einem Bild von Herrn Heinrich stehe, danach kann es einem nur wieder besser gehen, weil man die ganze Schönheit dessen, was dort abgebildet wird, ja förmlich spürt und auf Revue passieren lässt. Und das ist eine besondere Ausdrucksform, die Sie in Ihrem künstlerischen Wirken, ja, ich sag mal, vollzogen haben. Und was Sie besondererweise auszeichnet, die Verbundenheit mit Ihrem Werk, wie ich jedenfalls finde. Und wer einen Heinrich in seiner Wohnung hat, der identifiziert sich auch mit dem, was sie gemalt haben. Und gerade die Herforder sind ja ein Volk, das besonders kritisch mit ihrer eigenen Stadt umgeht und oftmals so den Eindruck erweckt, dass es überall schöner ist als in Herford, weil man oftmals gar nicht so im Altersgeschehen die Schönheit dieser Stadt auch sieht, was wahrscheinlich im Normalen ist. Aber mit ihren Bildern führen sie das immer wieder vor Augen. Und wir alle kennen die wunderschönen Bilder, die ja Szenen dieser Stadt zeigen, Plätze dieser Stadt zeigen. Und es ist schon schwer, ein öffentliches Gebäude zu finden in dieser Region, wo nicht wenigstens ein Bild von Heinrich hängt. Ich denke, das können Sie entsprechend nachvollziehen. Und da ist es nicht verwunderlich, wenn auch der Bürgermeister, der ja hin und wieder mal die Gelegenheit hat, auswärtige Gäste zu besuchen, zu Jubiläen zu gratulieren, zu Firmenneueröffnungen zu gratulieren, ich überreiche grundsätzlich Heinrich. Um das sehr deutlich zu sagen. Und ich erlebe dann immer wieder, wenn ich diese Einrichtung etwas später besuche, dass dieser Bilder auch voller Stolz dort aufgehängt werden. Und das ist eine Verbundenheit mit den Künstlern. Es ist dann aber auch ein Ausdruck der Verbundenheit mit einer Stadt. Und deswegen sind sie auch ein Botschafter dieser Stadt und darüber hinaus, wie ich finde, dieser Region. Und es ist nicht verwunderlich, dass auch Bilder von diesem kleinen Sitzungssaal sind. Die Porträtbilder,
von Konrad Adenauer und Frieda Nadig im kleinen Sitzungssaal sind Porträts, die er heimlich gezeichnet hat. Und von daher haben sie sich schon historisch in diesem Haus auch verewigt. Und dass dieses Haus eine besondere geschichtliche Verbundenheit mit Konrad Adenauer hat, ist hier allgemein bekannt. Die Geschichte muss ich hier heute Morgen nicht erzählen. Aber auch Frieda Nadig, eine der Grundmütter des Grundgesetzes. Viele meinen ja, dass im Parlamentarischen Rat, die das Grundgesetz geschaffen haben, nur Väter gesessen haben zu der damaligen Zeit. Diesen Eindruck konnte man ja gewinnen. Dem ist bei weitem nicht so. Auch Mütter waren schon dabei. Und Frieda Nadig war einer der Frauen, die in diesem Parlamentarischen Rat aktiv waren. Und dass sie gute Arbeit geleistet haben, ich denke, das ist auch im Jahre 2013 noch unstrittig, dass wir in diesem Staat, in unserem Grundgesetz, bisher gut gefahren sind. Ich glaube, dass wir von der breiten Mehrheit in diesem Land so beurteilt, da sind wir uns einig. Also auch dafür ein herzliches Dankeschön. Ich möchte mich aber auch dafür bedanken, dass mit Ihrem Namen über die Verbundenheit zu unserer Partnerregierung verbunden ist. Ich weiß, Sie haben die Roma-Ausstellung gemacht, Sie haben in anderen Partnerstädten eine Ausstellung gemacht und immer wenn ich die Ehre habe, Herford in diesen Partnerstädten zu repräsentieren, auch da wird grundsätzlich etwas aus dem Bereich, was aus Ihrer Feder stammt. Und deswegen gilt das, was ich gesagt habe, nicht für Europa nur, sondern für die ganze Welt, denn wir haben auch eine Partnerstadt in Amerika, nämlich Quincy, auch da hängt im Rathaus ein echter Heimkind. Da können Sie ganz versichert sein, und auch das kann jeder Künstler von sich behaupten. Sie sind also Botschafter dieser Stadt, dieser Region in der ganzen Welt. Und ich habe ja auch Kommentare gelesen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Wie kann es sein, dass zu seinem Geburtstag eine Ausstellung in Bad Saarbrücken und nicht in Herford stattfindet? Da bin ich jemand, der absolut regional denkt. Und ich denke, das tun wir ja alle. Und das sollten nicht nur Lippenbekenntnisse sein, sondern auch im praktischen Leben sich wiederfinden. Und Lippe hat einen besonderen Bezug zu Herrn Heinrich, und das ist gut so, weil er gerade in Lippischen viele Landschaftsbilder gemalt hat. Und sein Freund, der Herr Stückelmann, hat ja letztendlich eine Stiftung auch zu seinen Ehren aus dem Leben gestanden. Und da war es natürlich folgerichtig, dass in der Sparkasse Lengo hier auch zu seinem Geburtstag eine entsprechende Ausstellung gezeigt wurde. Und da sollte man auch keinen Neid empfinden oder keine Eifersucht empfinden. Ich finde es prächtig, wenn ein solcher Botschafter Herfords eben in dieser Weise auch in Lippe präsent ist. Und Sie sind seit 1958 Herforder, man glaubt es gar nicht, man hält Sie immer für einen gebürtigen Herforder, aber so ist es nicht. Aber auch Herr Kittstein hat zu Ihrem 75. Geburtstag schon festgestellt, dass Sie relativ schnell die Herforder Staatsbürgerschaft angenommen haben. Und dem kann ich mich nur anschließen. Wer Sie übrigens mal ein, ich habe das im Archiv nachgelesen, den lokalen Hofmaler genannt und das anerkennend, weil sie eben als Botschafter für diese Stadt immer wieder entsprechend in Erscheinung treten. Der Lebenslauf ihrer Person zeigt, dass sie zu der Generation gehören, die noch Kriegserfahrung gesammelt haben. Sie sind noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges eingezogen worden, sie sind in amerikanische Gefangenschaft geraten und sie sind Repräsentant einer Generation, die Not und Elend noch erlebt haben. Und auch das ist ein Punkt, der sicherlich für den weiteren Lebensabschnitt prägend ist. Und ich fand es immer wieder beeindruckend, auch das hohe Maß an sozialer Kompetenz, was mir mit Ihrem Namen verbunden ist. Ich weiß es aus vielen persönlichen Gesprächen, dass Sie immer zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, unterstützend werden zu können. Auch in Bereichen, wo die Kunst vielleicht nicht so zu Hause ist, Akzente zu setzen und Ihre Bilder hängen in vielen sozialen Einrichtungen dieser Stadt, die Sie selbstverständlich kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und das finde ich auch immer wieder beeindruckend. Und ich sage nochmal darüber hinaus, gehen Sie mal in eine Herforder Arztpraxis, dass Sie da keinen Heinrich finden, das dürfte eher die Ausnahme sein. Und selbst im Gericht sind Sie entsprechend verewigt. Und das ist, glaube ich, schon etwas ganz Besonderes. Es wird in diesem Jahr auch in Herford eine Ausstellung. Viele fordern das, ich kann das im Namen des Landrates sagen, Herr Gürke wird da sicherlich gleich eigene Ausführungen zu machen. Und es hat ja so ein bisschen Kritik gegeben, dass eben hier zur entsprechenden Geburtstagsfeier eine Ausstellung nicht stattfindet. Wie gesagt, ich gönne das von Herzen den Saarbrücken, und insofern wird in Herford auch noch eine Ausstellung sein. In dem Zusammenhang, ich gucke jetzt mal in Richtung Herrn Nachtigeller, ist auch immer wieder das Stichwort Martha gefallen, und mir war es ganz wichtig, dass die Repräsentanten
Repräsentanten von Bata hier heute auch zugegen sind. Denn die Frage, ob man Gott Heinrich vorstellt oder nicht, ist ja nicht die Frage, ob man Herrn Heinrich anerkennt oder nicht. Es ist völlig unstrittig, dass ihr künstlerisches Wirken auch aus dem Hause Bata höchste Anerkennung findet. Und Sie selbst haben mir gesagt, anlässlich Ihres Geburtstages hat Herr Nachtigeller das Thema auch zum Ausdruck gebracht. Und ich musste auch die Leitung von Bata ein Stück weit in Schutz nehmen. Das Museum Bata hat einen anderen Auftrag. Und dieser Auftrag ist im Rat im Zusammenhang mit den politischen Entscheidungen, die seit 2000 getroffen worden sind, eindeutig in Richtung eines zeitgenössischen Museums, in Richtung Design. Ich muss das Ganze hier nicht weiter ausführen. Und dem muss dann die künstlerische Leitung auch Rechnung tragen. Und das Anforderungsprofil an Herrn Nachtigeller, eine Ausschreibung zum Ausdruck gebracht, war zeitgenössische Kunst. Insofern handelt er auftragsgemäß. Und das ist sein Job, und das will ich hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Wenn das im Rat dieser Stadt anders gesehen wird, dann muss man dieses auch entsprechend formulieren. Ich sehe das im Moment nicht. Und ich glaube, das Wichtigste an der Kunst ist der gegenseitige Respekt. Man kann völlig unterschiedlicher Meinung sein. Man kann die Bilder von Herrn Heinrich hervorragend finden. Ich bin ein Heinrich-Fan, dazu bekenne ich mich. Deswegen kann man trotzdem eine Offenheit auch der zeitgenössischen Kunst gegenüberbringen. Oder man kann sie auch ablehnen und das auch in seinem Meinungsbild zum Ausdruck bringen. Aber man sollte immer Respekt vor der gegenseitigen Leistung haben. Und ich denke, auch über Marker hinaus lassen sich viele Möglichkeiten finden, hier in geeigneter Weise den Künstlern der Region auch einen Raum zur Verfügung zu stellen. Und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Mir ist nur ganz wichtig, dass bei dieser derzeitigen Debatte dieser Respekt nicht verloren geht. Und ich weiß, dass ich auch aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst her eine hohe Anerkennung finde. Ich will das nochmal sagen, das wird Herr Nachtigeller auch persönlich nochmal zum Ausdruck bringen. Das ist mir wichtig, an dieser Stelle auch zu erwähnen. Ich habe aber auch das Vergnügen gehabt, Frau und Herrn Heinrich persönlich etwas näher kennenlernen zu dürfen. Wir haben einige gemeinsame Abende zusammen verbracht. Und ich kann nur sagen, wer das nicht erlebt hat, hat etwas verpasst. Denn es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn er eigentlich über seinen Werdegang spricht, über seine Biografie spricht, wenn er über das Entstehen seiner Werke spricht, wenn er ihnen vorstellt, unter welchen Bedingungen er dort tätig ist, wie er arbeitet. Das Wohnzimmer ist im Grunde genommen Atelier, ich darf das mal so sagen. Und da spürt man einfach, welche Überzeugtheit hinter seinem Tun mit der Person Heinrich verbunden ist. Und ich denke, das bringt in der Tat diese Bilder auch zum Ausdruck. Und es ist etwas ganz Besonderes, auch die Familie und den Menschen Heinrich kennenlernen zu dürfen. Und deswegen kann ich nur meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass sie noch viele Jahre voller Schaffenskraft sein werden. Und was ich auf keinen Fall unerwähnt sein lassen möchte, ein Teil ihres Erfolges oder die Grundlage ihres Erfolges sicherlich auch ihre liebe Frau. Ohne die Unterstützung von Frau Heinrich wäre das alles nicht denkbar. Und auch da spürt man, in welcher intensiven Weise sie ihren Mann hier stützt, unterstützt wird. Und die beiden zusammen sind ein Erfolgsteam. Ich habe eben von ihrem Wirken in Verbindung mit unseren Partnerstädten gesprochen. Das ist eine besondere Beziehung zu unserem britischen Streitkräften. Und deswegen ist eine Abordnung an der Spitze mit Lieutenant Colonel Carter hier zu geben und ich ganz herzlich selbstverständlich begrüße. Und das hat seinen Bewandtnis, dass es auch bei unseren britischen Freunden und in deren Kaserne, in deren Casino Heinrich Bilder gibt. Wer schon mal da war zum Empfang, kann sich entsprechend davon überzeugen. Und Herr Heinrich gehört zusammen auch mit Herrn Eckstein, den ich auch besonders begrüße, zu denen, die diese Verbindung sehr intensiv auch gelegt haben. Und beide haben eine besondere Auszeichnung ihrer Majestät der Königin erfahren, nämlich den Orden Member of British Empire ausgehändigt bekommen. Auch das bekommt nicht jeder und das sollte hier in besonderer Weise erwähnt werden, weil es doch auch Zeichnung dafür ist, wie sie auch für die internationalen Beziehungen, Herr Fotz, hier entsprechend stehen. Und sie sind natürlich nicht nur durch die englische Königin ausgezeichnet worden, sondern durch den höchsten Repräsentanten in diesem Staat, durch den Bundespräsidenten auch, in dem ihm schon vor gut 10 Jahren, 2002, das Bundesverdienstkreuz verliehen worden ist, im Kreishaus. Ich kann mich noch sehr an die würdige Veranstaltung erinnern und eine Auszeichnung, die sie mehr als verdient haben. Auch das
möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Sie könnten ohne Frage, Herr Heinrich Stolz, auf Ihr Lebenswerk sein. Sie haben ein hohes Maße Anerkennung verdient. Die Stadt Erfurt, den ich hier nochmal deutlich zum Ausdruck bringen möchte. Ich kann nur sagen, ich verbeuge mich vor Ihrem Lebenswerk und hoffe, das will ich nochmal wiederholen, dass Sie noch viele Jahre uns aktiv zur Verfügung stehen. Sie haben eben in meinem Büro noch wieder Briefumschläge abzugeben, die Zeichnung von Ihnen, das ist eben Handel greift. Und ich hoffe, das wird auch noch so weiter der Fall sein. Die Karten, die ich schreibe, enthalten in der Regel auch heimliche Motive. Auch das wird in Zukunft so sein und das tue ich aus voller Überzeugung. Wer so viele Auszeichnungen bekommen hat, dann ist es nicht einfach, noch weitere Auszeichnungen zu finden. Aber ich habe mir gedacht, wir sollten den 85. Geburtstag zum Anlass nehmen, diesen Moment auch historisch in dieser Stadt festzuhalten. Und deswegen würde ich Herrn Heinrich bitten, am Ende dieser Feierstunde sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Ich denke, das ist eine gute Sache und damit ein Moment, der auch entsprechend historisch festgehalten ist. Ich möchte natürlich nicht nur präsent und das erste ist ein Blumenstrauß, der selbstverständlich hier vorbekommt. Ich darf ihn mal in dieser Vase lassen. Vielen Dank für die Unterstützung, die Sie mir mal immer wieder gewährt haben. Das bin mir sicher, dass das auch in Zukunft der Fall sein wird. Ein herzliches Dankeschön. Und natürlich habe ich noch ein Präsent für Herrn Heinrich. Eins hat er schon bekommen, den Stift hat er ganz stolz dabei, da wird er sich auch gleich eintragen, den ich ihm zum Geburtstag überreicht habe. Ich habe hier aber noch etwas, wie ich Sie für einen Künstler gehört, etwas Besonderes. Und das hängt mit dem Trio zusammen, was wir eben schon gehört haben. Das sind die Konzertkarten für die NWD. Ich denke auch für Sie etwas ganz Besonderes, verbunden mit der aktuellen CD. Ich hoffe, Sie werden mit Ihrer Gattin hier entsprechend Freude haben und bei einem wunderschönen Konzert unserer NWD diese Feierstunde nochmal in Revue passieren lassen. Nochmals herzlichen Dank für alles das, was Sie geleistet haben. Und nochmals vor Freude und Überlegungsweise. Ich bin dass wir gemeinsam jetzt auf das Wohnen von Herrn Landwirt bevorratenden Anstoß gehen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir vor 55 Jahren in der Waisenhausstraße in der Herberge zur Heimat in einem jämmerlichen Kämmerchen gehockt haben und geschlafen haben, mit unseren 10 Pappkartons, die wir gerettet hatten aus Ost-Berlin. Da hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich heute hier im Ratssaal der Stadt Herford so freundliche Worte vom Bürgermeister persönlich höre. Und so wie der hier. Also ich danke Ihnen auch alle, dass Sie gekommen sind. Zu der Betrachtung der Kunst will ich jetzt hier mich nicht weiter äußern. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich betrachte mich eigentlich auch als zeitgenössischer Maler. Denn jede Zeit hat ja ihre Maler. Aber nein, gut, da wollen wir nicht drüber reden. Ja, also nochmals vielen Dank. Sehr geehrter Herr Heinrich, liebe Frau Heinrich, lieber Bürgermeister Bruno Wortmink, meine Damen und Herren, ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich mich besonders freue, heute wieder hier mit Ihnen zusammenzutreffen. Auch ich war am letzten Mittwoch, am Tage Ihres Geburtstages, mit in Bad Salzuflen, zusammen mit dem Landrat und habe dort Ihnen ganz persönlich gratuliert. Heute darf ich die Glückwünsche und die Grüße des Kreises Herford überbringen. Ihnen alles Gute wünschen. Sie haben eben bei der Begrüßung, als wir uns hier nebenan begrüßt haben, gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, ich bin 85 Jahre alt geworden und das ist doch kein Grund, so einen großen Empfang zu machen. Da habe ich ihm gesagt, spontan, natürlich ist das ein Grund. Natürlich werden manche, viele, nicht alle, aber viele Menschen 85 Jahre alt, aber nicht jeder hat ein solches Werk hinterlassen bis jetzt und schafft es ja auch noch weiter mit seiner Schaffenskraft. Und nicht jeder ist ein so bekannter und ein so anerkannter und über die Region hinaus anerkannter und bekannter Maler und Künstler gewesen. Und das ist der Grund,
weshalb wir Sie so häufig ehren in diesen Tagen, insbesondere wo Ihr 85. Lebensjahr vollendet war. In einer der beiden Zeitungen habe ich gelesen, und das zitiere ich jetzt einmal, kein Fleckchen Erde, kein Gebirge und kein Weserbogen ist vor ihm sicher. Und er selber hat zitiert in diesem Artikel, wohin ich komme, male ich die Umgebung. Und er hat das nicht nur so für sich getan, und wir haben nicht nur viele Bilder und viele Heimliches überall hängen, sondern er hat auch in diesen 72 Schaffensjahren nicht nur 3000 Aquarelle etwa gemalt, das habe ich alles aus der Zeitung, und er hat darüber hinaus schon noch viele und unzählige Zeichnungen und Radierungen sowie Linoleumschnitte hergestellt. Natürlich möchten wir als Klassenfurt auch nicht nur die glückwünsche aussprechen, sondern ein kleines bisschen euren Präsent auch Ihnen bereichen. Sie haben ja immer eine besondere Nähe zur Natur gehabt, eine besondere Sichtweise auf die Natur, um sie zu malen. Wir haben jetzt einen neuen Bildband, den wir jetzt an die Diamantenhochzeiter verteilen. Das ist ein Bildband aus der Vogelperspektive. Ich denke, vielleicht könnte Sie das inspirieren, so die Natur, die Region auf einer anderen Perspektive mal wahrzunehmen. Und vielleicht ist das ein anderes Bild im nächsten Mal, eins aus dieser Perspektive. Auch das möchte ich Ihnen recht herzlich wünschen. Thank you.